Der Park und die Villa Carcano in Anzano sind ein herrliches Beispiel für besondere Wohnsitze und Gärten und wurden am Ende des 18. Jahrhunderts auf den frischen Hügeln der Brianza, nicht weit von Mailand entfernt, erbaut. Ein Besuch des Parks ermöglicht es, in den Zauber und die Ruhe eines großen und antiken Privatgartens einzutauchen. Der Park streckt sich entlang der Seiten eines Hügels mit einer bezaubernden Sicht auf den Alceriusee, auf die Grugne und den Resegoneberg. Der riesige Park wurde nach dem Entwurf von Leopold Pollack von der Familie Carcano realisiert und hat eine typische landschaftliche Struktur, die Elemente enthält, die diesen romantischen Akzent betonen. Wenn man den Wegen und Pfaden folgt, erreicht man den kleinen See, der von Seerosen und Wildtieren bevölkert ist und in dem sich zwei kleine Inseln befinden. Folgen Sie der antiken Carpanata immer im Rahmen der intakten Landschaft der Brianza, wie vor zwei Jahrhunderten. Die jahrhundertalten Bäume begleiten Sie auf dem Weg und markieren die Grenze zwischen der Gartenanlage und dem Feld. Bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der See benutzt, um Eis zu produzieren, das in den verschiedenen Eiskellern der Anlage aufbewahrt wurde, um es dann im Sommer zu verkaufen. Von Anfang an wurde der Park von der Familie Carcano, die heute noch in dessen Besitz ist, nicht wie ein formaler Garten zum Vorzeigen empfunden, sondern wie ein Wohn- und Familienambiente. Und noch heute hat man dieses Gefühl, ohne Konzessionen an die architektonischen oder botanischen Äußerlichkeiten. Es handelt sich einfach um einen angenehmen Ort zum Erleben und Entdecken. Zu den interessantesten Baumarten gehören veraltete Celtis australis, Ginkgo biloba, Aesculus hippocastan und Camae cyperis, Diospori virginiana, Eiben und Zedern. Wenn man in den Park vordringt, begegnet man zahlreichen Palmen- und Lorbeerbäumen, einem faszinierenden Fagus purpurea tricolor und himmelhohen Abies normanniana, Magnolienbäumen und jahrhundertalten Kastanien. Öffentliche Besichtigungen sind nur in kurzen Zeiten während des Jahres möglich. Aber das ganze Jahr über kann der Park nach Anmeldung und mit Begleitung von Gruppen und Schülern besichtigt werden.